Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unser Anfang und unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält ewiglich und der nicht preisgibt ein Werk seiner Hände. Amen. Herzlich willkommen heute zu diesem Gottesdienst. Wir feiern wieder einmal in der Kapelle in Egge. Kantate heißt dieser Sonntag. Singt dem Herrn ein neues Lied, das ist der Psalmvers, der dort im Hintergrund steht. Und dieser Sonntag ist traditionell ein Sonntag der Kirchenmusik. Besonders ungewohnt, an diesem Tag hier vor leeren Bänken zu stehen, nicht mit anderen gemeinsam singen zu können. Aber so ist das nun mal, wer weiß, vielleicht singt der eine die andere von Ihnen zu Hause mit. Ich freue mich, dass wir den Gottesdienst heute mit der neuen Orgel hier in Egge gestalten können. Ich freue mich besonders, weil wir ja eine Orgel aus den Niederlanden hier bei uns haben. Eine Orgel, die ja insofern auch noch mal ein schönes Zeichen der Versöhnung ist in dieser Woche, wo wir auf das Ende des Zweiten Weltkriegs zurückschauen. Ich freue mich, diesen Gottesdienst mit Ihnen feiern zu können und lade Sie ein, nun mit mir gemeinsam zu beten. Guter Gott, wie gerne würden wir heute gemeinsam feiern, würden gemeinsam singen und vor dich treten. Stattdessen feiern wir wieder an vielen Orten. Und trotzdem sind wir durch deinen Geist verbunden. Guter Gott, du weißt, was uns gerade bewegt. Du kennst unsere Sorgen, unsere Wünsche, unsere Nachdenklichkeit. Du weißt, was uns belastet und was uns trägt. All das bringen wir nun zu dir. Stärke uns durch die Musik, die diesen Gottesdienst prägt, und schenke uns Mut und Besonnenheit für unsere Schritte nach vorne. Sei uns nahe mit deiner Gegenwart und lass uns Gottesdienst feiern mit deiner Gemeinde, die alle Zeiten und Orte umfasst. Amen. Zweiten Buch der Chroniken aus dem 5. Kapitel. Nun ließ König Salomo die Ältesten Israels nach Jerusalem kommen, die Vertreter aller Stämme und Sippen. Sie sollten die Bundeslade des Herrn von der Davidstadt auf dem Zionsberg in den Tempel hinaufbringen. Alle Männer Israels kamen deshalb am Laubhüttenfest im 7. Monat zu König Salomo. Als die Ältesten versammelt waren, hoben die Leviten die Bundeslade auf ihre Schultern und trugen sie zum Tempel hinauf. Mit Hilfe der Priester aus der Nachkommenschaft Levis brachten sie auch das heilige Zelt und all seine Geräte dorthin. Dann brachten die Priester die Lade des Herrn
an den vorhergesehenen Platz im hintersten Raum des Tempels, dem Allerheiligsten. Sie stellten sie unter die Flügel der Cherubim. In der Lade waren nur die beiden Tafeln, die Mose am Gottesberg Horeb hineingelegt hatte. Auf ihnen steht das Gesetz des Bundes, den der Herr mit den Israeliten geschlossen hat, als sie aus Ägypten kamen. Die Priester traten wieder aus dem Tempel hinaus. Auch die Tempelsänger waren vollzählig zugegen. Die Leviten Asaph, Hermann und Jedutun mit allen ihren Söhnen und Verwandten. Sie trugen Gewänder aus feinem weißen Lein und standen mit ihren Becken, Harfen und Lauten an der Ostseite des Altars. Ihnen zur Seite standen 120 Priester mit Trompeten. Diese setzten gleichzeitig mit den Sängern, den Becken und anderen Instrumenten ein. Es klang wie aus einem Mund, als sie alle miteinander den Herrn priesen mit den Worten: Der Herr ist gut zu uns, seine Liebe hört niemals auf. In diesem Augenblick erfüllte eine Wolke den Tempel, das Haus des Herrn. Die Priester konnten ihren Dienst wegen der Wolke nicht fortsetzen, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das ganze Heiligtum. Amen. Ein beeindruckender Gottesdienst wird da geschrieben. Der erste Gottesdienst im Jerusalemer Tempel nach seiner Errichtung durch König Salomo. Ganz bewusst wird der Übergang zelebriert. Die Bundeslade und die Planen des Zeltheiligtums, das die Israeliten auf ihrer Reise begleitet hat, werden nun in den neuen Tempel integriert. Und erst dann, als dieser Übergang abgeschlossen ist und die Tempelmusiker alle gemeinsam singen, als Trompeten, Becken, Harfen und Lauten erklingen und sich alles zu einem einzigen Loblied verbindet, da spürt man auch in dem neuen Tempel auf einmal Gottes Gegenwart. So intensiv ist die Gegenwart der Herrlichkeit Gottes, dass die Priester ihren Dienst unterbrechen müssen. Alle Geschäftigkeit im Tempel hält inne. Gott ist gegenwärtig und alles wird still. Ich finde das beeindruckend, diese Schilderung. Es ist leicht, sich das als Filmszene vorzustellen, das große Getöse, das sich nach und nach zu einem gemeinsamen Klang verbindet, und dann die Stille, die sich anschließt, die nicht einfach nur leer ist, sondern voll von Bedeutung, von Verbundenheit, von Erinnerung, von Dankbarkeit. Die Wolke, in der die Herrlichkeit Gottes hier erscheint, die kommt auch vorher schon in der Bibel vor, in der Geschichte vom Exodus, vom Auszug aus Ägypten. Eine Wolke am Tag, eine Feuersäule in der Nacht. Mit diesen Zeichen weist Gott seinem Volk den Weg. Und derselbe Gott, der Israel damals aus der Sklaverei hinausführt, der ist nun auch im Gottesdienst im Tempel bei ihm. Hier kommt er zur Ruhe, so wie das Volk nun zur Ruhe kommen kann. Im Judentum spricht man von der Schechinah, von der Einwohnung Gottes im Tempel und damit in der Welt. Die Zeit der Unstetigkeit ist zu Ende. Gott und sein Volk kommen zur Ruhe. Endlich ist alles so, wie es sein soll. Für die Chronikbücher ist der Bau des Tempels das zentrale Ereignis der Geschichte Israels. Dass es einen Ort gibt, an dem alle zusammenkommen können, wo sich die unterschiedlichen Stimmen miteinander vereinen, einen Gottesdienst, den alle gemeinsam feiern, wo sie Erfahrungen machen, die sie dann auch wieder nach Hause tragen, in die vielen Dörfer rund um Jerusalem. Das ist für die Chronisten unendlich wichtig. Und ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, in welcher Zeit sie ihre Geschichte des Volkes Israel schreiben. Denn natürlich sucht sich jede Zeit ihre eigenen biblischen Traditionen heraus, das, was hilft, um die eigene Situation zu begreifen und besser zu verstehen.
die Geschichte vom Wüstenheiligtum zum Beispiel, das hier nun in den Tempel eingelagert wird, die wurde für Israel gerade dann besonders wichtig, als das Volk im Exil in Babylon war. Fern der Heimat, der Tempel in Jerusalem zerstört. Gottesdienst, so wie bisher, war damals nicht möglich. Und die Israeliten brauchten eine Menge Kreativität, um neue Formen zu finden für ihre Beziehung zu ihrem Gott. Unzählige Psalmen sind in dieser Zeit entstanden. Lieder, die die Menschen getragen haben in dieser Zeit. Und natürlich hat man dann doch auch in Babylon weiter Gottesdienst gefeiert. Anders, als es vorher üblich war, ohne den Tempel, ohne Opferfeste, aber darum nicht automatisch weniger wertvoll. Der Gottesdienst in der Synagoge ohne Opfer und Tempel, so wie er heutzutage überall in der Welt von Jüdinnen und Juden gefeiert wird, hat seine ersten Anfänge schon damals in der Zeit des Exils, wo man notgedrungen lernen musste, neu und anders gemeinsam zu beten. Wo das gemeinsame Singen und auch das persönliche Gebet, die Psalmen, die man als Einzelner spricht, ganz neu ins Zentrum der Religion getreten sind. Auf all das schauen die Chronisten schon mit etwas Abstand zurück. Sie haben all das kennengelernt, das alles hat sie auch geprägt. Und trotzdem hat sich noch mal wieder etwas verändert, denn inzwischen ist das Volk Israel wieder im gelobten Land angekommen, konnte zurückkehren in die alte Heimat. Auch der Tempel konnte wieder aufgebaut werden. Das war nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit. Wie lange es gedauert hat, bis der Tempel endlich wieder aufgebaut wurde, das kann man zum Beispiel im Buch Esra nachlesen. Vermutlich war der Wiederaufbau auch deswegen so umstritten, weil man ja im Exil gemerkt hatte, okay, es geht eigentlich auch anders, auch ohne das zentrale Heiligtum, mit Gottesdiensten vor Ort in kleineren Gruppen, was vielleicht manche sogar viel persönlicher empfunden haben. Es geht eben nicht darum, dass sich Gottes Geist an Steine bindet. Gottes Geist ist frei, auch anders im Leben zu wirken. Und das haben damals einige Menschen sicherlich ganz bewusst empfunden. Und trotzdem hat sich am Ende der Gedanke durchgesetzt, auch dieses zentrale Heiligtum wieder aufzubauen. Einen Ort, an dem sich alle versammeln. Einen zentralen Gottesdienstort für das ganze Volk. Das haben manche sicherlich nicht mehr unbedingt für notwendig gehalten, aber andere haben dagegen gehalten. Doch, das ist wichtig, dass wir uns nicht so vereinzeln lassen, dass wir nicht nur bei uns und bei unseren bleiben, sondern dass wir wieder in die große Gemeinschaft hineingehen, dass wir wieder Menschen auch aus anderen Bereichen des Lebens treffen. Am Ende haben diese Befürworter sich durchgesetzt. Sie haben sich damit durchgesetzt, dass es wichtig ist, dass es einen Ort gibt, der alle verbindet. Und zu diesen Befürwortern oder zumindest zu ihren Nachfolgern, zu ihren Nachfahren gehören dann auch die Chronisten dazu. Wenn sie vom ersten Gottesdienst im Salomonischen Tempel erzählen, von der Musik, die dort alle miteinander verbindet, von der Gegenwart Gottes, die unmittelbar erfahrbar wird, von vielen Stimmen, die in eine einzige Stimme münden, in ein gemeinsames Lob Gottes, dann ist das keine historische Information. Dafür sind die Chronisten von diesen alten Geschichten viel zu weit entfernt, etwa so weit wie wir heute von der Zeit der Reformation. Vor allem erzählen die Chronisten da von ihren eigenen Erfahrungen in ihrer eigenen Zeit, von ihrer eigenen Sehnsucht, von den Erfahrungen mit den Gottesdiensten im Tempel. Davon, wie gut es getan hat, dann endlich wieder mit allen gemeinsam zu feiern, den ganzen Tempel mit Musik zum Klingen zu bringen, einen Ort zu haben, an dem man zusammenkommen kann, wo man sich versammeln kann zum Gottesdienst, auch
wenn man natürlich weiß, dass Gott in Wirklichkeit überall ist, auch in der Wüste, auch in der schweren Zeit dabei. Natürlich ist dieser Gottesdienst im Tempel, so wie ihn die Chronisten beschreiben, ein Idealbild. Auch im Jerusalemer Tempel wird es Tage gegeben haben, wo der diensthabende Tempelsinger gerade heiser war, wo die Trompeter mal die Töne nicht so ganz trafen, wo vielleicht auch der Priester zwischendurch sich verschluckt hat, wo alles nicht so perfekt war, wie man es sich gewünscht hätte. Aber hier wird ganz bewusst ein perfektes Bild gestaltet, ein Sehnsuchtsbild von Musik, die Menschen miteinander verbindet, von einer Melodie, in die sich jeder einfinden kann, wo am Ende alle Stimmen wie eine einzelne klingen, wie ein einziges großes Loblied an Gott, ein einziger großer Dank für seine Bewahrung in all den verschiedenen Zeiten, die das Volk Israel durchlebt hat. Und dieses Sehnsuchtsbild, das wirkt auch, wenn man weiß, dass es so nicht unbedingt Wirklichkeit gewesen ist. Es wirkt, weil es so stark ist, und so wirkt es auch in unsere Zeit hinein. Gerade jetzt, wo auch wir so langsam darüber anfangen nachzudenken, wie es möglich ist, wieder Gottesdienste in der Kirche zu feiern. Das wäre doch schön, jetzt mal wieder mit allen zusammen singen zu können. Gleichzeitig wissen wir, bis auf Weiteres geht das vermutlich noch nicht. Beim gemeinsamen Singen, da passiert viel zu viel. Da atmet man mit dem ganzen Körper tief ein, tief aus. Die Ansteckungsgefahr ist dabei viel zu groß. Bis auf Weiteres müssen wir auf diesen gemeinsamen Gesang verzichten. Von dem großen Gottesdienst zur Wiedereröffnung, an dem dann wirklich alle teilnehmen können, sind wir leider erst noch weit entfernt. Und darum bleibt das biblische Vorbild für unsere Zeit vielleicht dann doch erst noch das Zeltheiligtum, dieser improvisierte Gottesdienst unterwegs, den man auch in der Wüste feiern kann, weil man weiß, dass auch Gott dort gegenwärtig ist, dass Gott dort gegenwärtig ist, wo wir ihn brauchen. So eine Zeit der Wüstenwanderung, eine Zeit des Lebens mit dem Zeltheiligtum, das kann auch eine Zeit der Kreativität sein, eine Zeit, wo man neu sich auf die Suche macht, wie wollen wir eigentlich Gottesdienst feiern, so wie das damals im Exil geschehen ist. Eine Zeit, in der auch wir erfahren können, dass Gottes Geist tatsächlich weht, wo er will, weil Gottes Gegenwart uns überall hin begleitet, uns verbindet, auch über Distanzen hinweg. Ich will das mal am Beispiel der Musik verdeutlichen, weil die ja nun immer wieder schon Thema geworden ist. Als wir am letzten Dienstag uns mit dem Kirchenrat getroffen haben, nicht im Gemeindehaus, sondern wie in Corona-Zeiten üblich per Videokonferenz, da haben wir zum Abschluss unserer Sitzung, so wie sonst auch, gemeinsam ein Kirchenlied gesungen. Pastor Viada hat am Klavier die Begleitung gespielt und wir alle haben munter losgesungen. Aber natürlich ist das alles ziemlich bald zusammengebrochen. Über Videokonferenz kann man nicht gemeinsam singen. Dafür sind die zeitlichen Abstände in der Übertragung einfach zu groß. Nach und nach fällt das Ganze dann doch wieder auseinander. Und dann könnte man meinen, gut, das geht im Moment nicht. Wir können nicht auf Distanz miteinander singen. Gemeinsam musizieren funktioniert nicht in Zeiten von Corona. Tatsächlich findet man aber unter dem Suchbegriff Virtual Choir oder Virtual Orchestra im Internet auch viele Videos, die das Gegenteil beweisen. Videos von Menschen, die Wege gefunden haben, diese technischen Begrenzungen zu umgehen, indem sie ihre einzelnen Stimmen jeweils einzeln aufnehmen und dann nachträglich am Computer zusammenschneiden, sodass der Zuhörer doch diesen gemeinsamen Klang erleben kann. Dann singen plötzlich Menschen aus Polen, aus China, aus Honduras, aus vielen Ländern der Welt
zusammen Lieder aus der Kommunität von Tessé. Sie spielen vielleicht klassische Musik oder sie singen auch einfach Popsongs, eben die Musik, die diese Menschen gerade miteinander verbindet. Das ist natürlich nicht dasselbe, wie wenn man sich trifft, um gemeinsam Musik zu machen, wenn man auch auf die Körpersprache der anderen achten kann, darauf, wie jeder Einzelne in diesem Moment musiziert, wo man sich ganz anders aufeinander einstellen kann. All das ist auf Entfernung dann doch nicht möglich. Aber die Verbundenheit, die man in diesen Videos sieht, ist echt. Verbundenheit bleibt auch auf Distanz. So empfinde jedenfalls ich das, so empfinde ich das auch bei unseren Videogottesdiensten. Wenn ich am Sonntagmorgen bei mir zu Hause auf dem Fernseher sitze und mal zuhöre, mal auch lauthals mitsinge, dann habe ich wirklich das Gefühl, ich bin mit dabei, ich bin verbunden mit einer Gemeinde, die mit mir feiert. Auch wenn die anderen das Video vielleicht 5 Minuten früher, 5 Minuten später angeschaltet haben oder erst am Abend feiern. Ich fühle mich verbunden mit einer Gemeinschaft in dem Moment, wo ich an diesem Gottesdienst teilnehme. Und das hat für mich auch was mit unserer reformierten Tradition zu tun. Im Heidelberger Katechismus die Frage 54, wo es heißt, dass sich Jesus Christus seine Gemeinde aus dem gesamten Menschengeschlecht versammelt. Eine Gemeinde zu allen Zeiten, an allen Orten. Wenn man in ostfriesischen Gemeinden das Abendmahl am Tisch gemeinsam feiert, dann bleiben oft die Plätze am Ende des Tisches frei, um zu symbolisieren, dass dieser Tisch eben nicht abgeschlossen ist, dass da noch viele andere dazugehören zu dieser Gemeinschaft. Und das ist ein Gedanke, der mir gerade heute, gerade in dieser Zeit immer wichtiger wird. Wir haben in unserem Glauben Ressourcen, um auch diese Gemeinsamkeit über Distanz hinweg zu denken. Gottes Geist weht, wo er will. Er verbindet Menschen, wenn sie in großen Kirchen gemeinsam feiern. Er verbindet auch uns auf Distanz. Ich finde es wichtig, dass wir das in Erinnerung behalten, bei allen Gottesdiensten, die wir feiern. Wir sind nicht erst dann miteinander verbunden, wenn wir durch dieselbe Kirchentür zum Gottesdienst gehen. Was uns verbindet, das ist Gottes Heiliger Geist. Auch die Musik ist dabei letztlich nur ein Vehikel, ein wertvolles und auch ein besonders wirkmächtiges Vehikel, aber eben doch nur ein Hilfsmittel. An vielen Stellen werden wir auch jetzt weiter erleben, wie Musik Menschen miteinander verbindet. Aber eben noch nicht im gemeinsamen Gottesdienst. Jedenfalls nicht unbedingt so unmittelbar, wie wir das sonst gewohnt sind. Aber wir haben unsere Orgel. Und vielleicht kann die Orgel etwas von diesem Gefühl ersetzen. Denn das Besondere, das Schöne an der Orgel ist, finde ich, dass auch bei ihr diese Vielstimmigkeit erfahrbar wird. Dass man mit einem Instrument letztlich ein ganzes Orchester simulieren kann. Dass jede Hand und die Füße jeweils eine eigene Melodie liefern und das alles in einem gemeinsamen Klang mündet. Mich erinnert das an die Geschichte aus dem 2. Chronikbuch, an die Beschreibung dieses ersten gemeinsamen Gottesdienstes im Tempel. Heraus kommt ein Loblied zu Ehren Gottes. Und darauf wollen wir nun hören. Wir hören auf die Klänge der Orgel.
Ich möchte mit Ihnen Fürbitte halten. Ewiger Gott, das ist eine seltsame Zeit. Gemeinschaft nur auf Distanz zu erleben, nicht feiern, nicht gedenken können, so wie sonst. Das ist seltsam, das fällt uns schwer. Da fehlt uns etwas. Und trotzdem spüren wir auch in dieser Zeit, du bist da. Du schaffst Verbindungen zwischen Menschen. Wir danken dir für deine vielfältige Nähe. Wir danken dir für Musik, die Grenzen überwinden kann, die Menschen verbindet, auch dann, wenn sie einander nicht sehen können in dieser Zeit. Wir danken dir für Menschen, die kreativ werden, die Lösungen finden, um zu anderen in Kontakt zu treten. Wir danken dir für Nachbarn, Freunde und Familien, die neue Wege finden, zusammenzuhalten. Zugleich denken wir auch an die, denen das alles schwerfällt im Moment. Vielleicht sind sie krank, vielleicht trauern sie um einen geliebten Menschen, vielleicht spüren sie einfach nur, dass die Kraft ihnen fehlt. Wir denken an Eltern und Kinder, die gerade viel leisten müssen: Arbeit, Schule, Haushalt, Freizeitprogramm. Und besonders denken wir auch an die Mütter, die oft den größten Teil der Belastung tragen. Wir denken an alle, die sich um ihre Zukunft fürchten, weil die Krise in ihrem Leben vieles unsicher macht. Wir bitten dich, sei bei all diesen Menschen, sei bei ihnen und schenke ihnen Kraft. Ewiger Gott, wir denken auch an das Ende des Zweiten Weltkriegs. Wir danken dir für die lange Zeit des Friedens, in der wir leben. Und wir bitten dich für das Miteinander der Völker in unserer Welt. Lass nicht zu, dass die Abstände zwischen uns wachsen. Hilf uns, immer neu solidarisch zu handeln. Hilf, dass wir nicht nur dem Krieg widerstehen, sondern auch aktiv den Frieden gestalten. Dass wir eintreten für eine Welt, in der Gerechtigkeit für alle gilt. Für eine Welt, in der jeder eine Chance zum Leben erhält. Guter Gott, hilf uns, auf deinen Frieden hinzuleben. Gerade in dieser ungewöhnlichen Zeit. Gemeinsam beten wir mit Jesu Worten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nun, ja, möchte ich Sie gerne mit einem Segen in diese Woche entlassen und wir alle wollen in diese Woche unter Gottes Segen gehen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden.